Beine. Und der Kick bei Modelleisenbahn ist nicht das Spielen. Das Spielen ist uninteressant. Ne? Das Interessante ist das Bauen. Ne? Ja? Zum Beispiel, ne? Dass der zum Beispiel an einem Signal hält, ne? Und wieder losfährt. Ne? Das heißt, man muss den Strom unterbrechen und muss den Strom wieder reingeben. Und das muss man erstmal wissen, wie das funktioniert. Ne? Ja? Oder was ganz interessant ist, die Schaltgleise. Ne? Ja, dass die Züge selbst ein Signal schalten oder eine Weiche. Die schalten das selber, indem sie über ein Kontaktgleis fahren. Ja? Ich selbst hatte als Kind auch eine Eisenbahn, aber halt eine kleine. Ne? In den 60er Jahren war das zu teuer, ne? So eine Eisenbahn. Ne? Ich habe dann eine Rokal, hieß die damals, aber das ist nicht so wichtig. Ne? Und das Ideal ist halt Märklin. Ne? Also jeder, der von Eisenbahn ein bisschen was versteht, er sagt Märklin. Als ich hier in Münster wohnte, dachte ich, ach, das war eigentlich ganz schön, kauft ihr auch so ein kleines Oval bei Schiermeister, ne? Also mein Name ist Henry Schiermeister und ich habe seit 33 Jahren ein Geschäft für gebrauchte Modelleisenbahnen. Ich kaufe und verkaufe das, was die Leute nicht mehr haben wollen, oder ich verkaufe ihnen das, was sie schon lange gesucht haben. Gebraucht ist nicht kaputt, gebraucht ist nicht unbrauchbar oder... Wenn es auch mal nur Teile sind, ist es trotzdem zum Teil noch für Bastler interessant, für Leute, die interessante Häusermodelle entstehen lassen wollen, die es sonst nicht gibt vom Hersteller. Die Leute kommen zu mir während der Arbeitszeit, die rufen an oder schicken heute Mails und bieten mir ihre Eisenbahnen an. Zum Teil kommen sie wirklich völlig unangemeldet, tauchen hier dann auf mit Badewannen, mit Wäschekörben oder mit Umzugskartons voller Ware auf und stellen die hierher und dann werde ich gebeten, das zu bewerten und dann eben ein Angebot abzugeben. Und wenn wir uns einig werden, sollten wir gleich bezahlen. Das ist immer eine wichtige Sache. Also wer hierher kommt, möchte auch gerne bezahlt werden. Wie oft sind Sie denn bei dem Herrn Schiermeister zu Besuch? Also wie oft? Also sag mal, das, Jahreszeit bedingt. Im Sommer nicht so viel. Im Winter ja so alle 3-4 Wochen mal. Ne? Ah, doch so oft? Ja, ne? Mal gucken, dann braucht man mal ein Lämpchen, braucht man mal eine Weiche oder ein Signal, ne? Der hat ja alles gebraucht, ne? Brauchst du nicht neu kaufen. Ne? Erleben Sie denn auch so einen Trend, sag ich mal, wenn Sie zum Beispiel da im Geschäft mal bei Ihnen zu Besuch sind oder ja. Vielleicht gehen Sie auch so mit? Also wenn Sie ins Geschäft gehen, dann mache ich den Schnitt mit meinem Alter eigentlich nicht kaputt, es gibt noch Ältere. Ja, aber so, dass der Trend so zu Jüngeren es sei denn, also ich habe jetzt, der Kollege hat einen Enkel und der wird angeleitet, der hat totales Interesse, aber die meisten Kinder, die können wischen, ne? Aber die können kein Gleis anschließen, das können die nicht mehr. Das ist, ne? Das ist, die Wischgeneration interessiert sich nicht für Modelleisenbahnen. Ne? Aber interessant ist, dass es jetzt auch wieder bei mir, also wirklich wieder Kinder gibt und auch junge Männer. Es sind wenige, nicht mehr so viel wie in den 60er, 70er, 80er Jahren. Aber es gibt wieder Jungs, die das machen. Es ist nicht weg. Es kommt tatsächlich wieder mehr an jungen Männern. Können Sie da irgendwie so einen kleinen Trend irgendwie beobachten? Das ist nämlich der Grund, warum wir hier sind. Ja, die Trends sind natürlich wie in jedem Markt auch Trends kommen und gehen. Wir können, das kann man, muss man auch wirklich sagen. Erstmal gibt es ja Trends innerhalb der Sammelgebiete. Sie haben nicht immer die gleichen Sachen, die Sie verkaufen können. Mal ist es das eine, mal das andere, mal sind es Dieselloks, mal ist es internationale Ware. Das ändert sowieso immer. Aber auch innerhalb dieser Sammlergemeinde oder Modellbahnergemeinde gibt es ja unterschiedliche Leute. Viele haben gar nicht so viel Platz, die bauen oder sammeln nur in Vitrinen, nur in Kartons. Andere wieder haben großen Platz und wollen große Anlagen bauen. Das ist momentan nicht so in meiner Kundschaft so. Es werden nicht so viele Anlagen gebaut, aber es wird weiter gesammelt, es wird weiter nach besonderen Exponaten gesucht, Dinge, die ganz besonders selten sind. Es so, der Preis schockt nicht, es schockt eher, also Dinge, die viel am Markt sind, sind uninteressant und Besonderheiten behalten wirklich auch ihre Preise. Ja, das kommt auf dieselben rein.